Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge RIM. So, in der letzten Folge haben wir endlich den dritten Turm aktiviert. Und wir sind jetzt in einem neuen Gebiet aufgewacht. Das, glaube ich, so ein bisschen mit unserer Wahrnehmung spielt. Es sind Wege, wo eigentlich gar keine Wege sein dürften. Und die Wege führen dorthin, wo sie gar nicht hinführen sollten, sage ich mal. Kann man blöd beschreiben. Schaut es euch einfach an, die letzten Folgen. Dann seht ihr, was ich meine. So, dann schauen wir doch mal, wo es hier weitergeht. Ich denke mal, wir müssen hier reinspringen. Und gehen mal runter hier. Gibt es hier Luftblasen? Ja, hier gibt es Luftblasen. In dem anderen Gebiet mit Wasser haben wir ja gelernt, wir sollten eigentlich nur den Luftblasen mal folgen. Dann sind wir gar nicht so schlecht dran. Genau das werden wir jetzt auch hier machen. Also, wir müssen, glaube ich, auftauchen. So, wo sind wir denn jetzt hier? Auch wieder runter. Gehen wir auf jeden Fall gleich mal zu der ersten Blase. Zu der ersten Bubble sozusagen. Jetzt upstairs. Können wir hier auftauchen? Dann komme ich immer noch so eine Blase mit, bevor wir auftauchen. Hier kann man nicht auftauchen. Aber hier geht's weiter, oder? Alter, ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Okay, hier geht's nicht weiter. Wo bin ich denn hier überhaupt? War ich hier schon? Ich habe keinen Plan. Hier scheint es hoch zu gehen. Okay. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich richtig bin. Ich werde jetzt einfach mal dem Levelverlauf folgen. Und dann sehen wir schon, wo wir ankommen. Okay, da sind schon wieder die komischen Viecher. Viecher! Kann ich hier durch? Ne, die lassen mich nicht. Die lassen mich nicht. Okay. Okay, ich denke mal, ich muss das Licht auf die drücken. Weil die sind ja eigentlich nur im Schatten. So war es jedenfalls in dem anderen Gebiet. Mach doch. Okay, das war schon mal richtig. Hier sind wieder so versteinerte. Da den Tümpel rein.
Na. Kann man da auch auftauchen? Okay, Fuxi ist da, das heißt, wir sind schon mal richtig. Aber was mich wundert, wir haben noch keinen Schlüssel gefunden. Okay, ich weiß aber auch nicht, ob wir einen Schlüssel brauchen hier in dem Gebiet. Ja, ich komme ja schon. Ich komme. Geht da weiter, komm. Geh weiter. Ja, ich komme ja schon. Ein bisschen hier rüber, oder? Nee. Ja. Kann ich vielleicht mal die Kugel nehmen, bitte? Ja. So, zünden wir die mal. Oh. Egal. Das ist richtig cool gemacht hier mit den Malereien hier. Echt geil gemacht. Ich muss das wieder hinten zünden. Was? Mann. Schlägt's aber 13 hier. Nein, da will ich noch nicht auf. Wollt ihr hier erstmal schauen? Da bringt mir das noch gar nichts. Na,
das bringt mir noch nichts anscheinend, okay. Dann gehen wir hier rein. Ins dunkle Verlies. Was ist das hier? Sieht aus wie bei Horizon Zero Dawn irgendwie. Okay, hier ist eine Kugel. Was passiert hier? Nichts. Schauen wir doch mal mit der Kugel hier entlang. Aber ich komme hier nicht durch, oder? Ich komme hier nicht rüber. Wenn ich mich hier raufstelle und das mache. Also das hat sich auf jeden Fall hier bewegt. Muss ich vielleicht näher rangehen? Weg frei. Holen wir uns gleich noch eine Kugel. Dass wir da hinten frei machen können. Hier denke ich mal. Diesen da. Oh, bitte. Egal. Tu mir nichts. Alter, was macht der? Hier werde ich nichts machen können, oder? Wo ist ein Leuchtepodest? Ich glaube, ich muss dem... ich muss da nochmal eine Kugel aktivieren, eventuell. Warte mal, probieren wir einfach mal. Weil hier sagt ihr mir ja, Kugel aktivieren. Nö, passiert nichts. Okay. Gehen wir mal näher ran vielleicht. Ach komm, wir gehen ihm einfach mal hinterher. Vielleicht schießt der da irgendwie das Tor für uns auf. Was da oben noch war. Hier oben ist auch eine Kugel, ne? Ah, das ist der, der stellt sich jetzt daran, 100 Pro. Hey. Hey. Wenn braucht immer. Okay, und so geht's natürlich auch. Thank you.
Okay, vielleicht so eine Art Rätsel, was wir machen müssen mit ihm oder mit seinen Freunden dann, keine Ahnung. Okay, den hat er aufgemacht. Wenn wir darauf gehen, passiert nichts. Also wenn wir hierauf gehen, passiert ja nichts. Oder müssen wir das... Ja, es geht schon an, aber da passiert... Das geht erst auf, wenn hier noch einer steht anscheinend. Und das ist auch so ein Vieh anscheinend mit zwei Füßen und so einem Kopf. Der muss sich hier herstellen anscheinend. Und erst dann wird das aufgehen. Okay, hab verstanden. Da müssen wir mal schauen jetzt. Ob sich hier einer mitnehmen lässt oder so. Den wir schon lange nicht mehr gesehen haben, das war der rote Baron. Den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Oh, wow. Tust du mir was? Alter, der tut mir was. Egal, wenn wir ziehen. Geh weg, geh weg. Geh weg von mir. Okay, jetzt werden wir schon langsam aggro. Aber... Der zieht mich praktisch nur. Also, er macht mich langsamer. Obwohl, ich bin jetzt schon irgendwie... Hat sich meine Hautfarbe geändert? Da sind schon mal drei. Die können wir aber mit dem Lichtkegel wegknallen. Mit dem hier. Alles klar. Ist hier unten noch was? Alter. Kommen jetzt hier nicht mehr hoch oder was? Och nö. Oh, die kommen wieder. Okay, dann muss ich wieder runter. Aber ist kein Problem. Papa macht das. Okay, wir können nicht springen oder sonst irgendwas. Wenn der zieht uns die Seele raus. Was macht denn der da? Vorher waren sie noch lieb, jetzt sind sie böse. Einfach hübsch. Nehmen wir gleich mal mit. Wer geht denn der Scheißlichtkegel? Ja, dann komm mal her zu mir, genau. Komm mal her, komm her, komm her. Aber wir könnten da oben. Aber wir müssen, glaube ich, erstmal das Ding hier machen. Und jetzt können wir auch hier hochgehen. Ich glaube, einer geht noch. Wenn uns natürlich da gleich fünf oder sechs hier belagern, dann ist es natürlich ein bisschen scheiße. Krieg ich hier einen Pokal, wenn ich die gleich komplett wegknalle?
alle kriegst du nicht. Okay, gehen wir mal hier vorne weiter, aber nehmen uns auf jeden Fall diese Kugel mit. Hier wird schon wieder heller jetzt. Und ich glaube, wenn die uns länger hier irgendwie unsere Seele raussaugen, dass wir dann auch so versteinert sind. Könnte ich mir gut vorstellen. Aha, warte mal. Müssen wir da hinten rein? Oder müssen wir hier hoch? Na, da kommen wir. Ne, so schnell kommen wir da nicht lang, also müssen wir hier hoch. Und ich würde sagen, Leute, wir nähern uns jetzt auch schon langsam wieder dem Ende dieser Folge. Und machen dann auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter, Leute. Bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt glaube ich, wissen wir auch langsam, was diese schwarzen Kreaturen machen. Und zwar, ich glaube, die saugen uns komplett die Seele aus, dass wir versteinert sind. So wie die anderen Menschen, die praktisch, die wir schon gesehen haben, die da so versteinert rumgestanden sind. Genau, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen, wie ihr Lust und Laune habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis bald, euer Andi.